Also sie ist jetzt nicht so geil im Design, muss ich leider sagen. Überhaupt nicht. Bin nicht begeistert. Running late. Grab a bow to the diner. At the moment will feed you. Was? Mom will feed you. Versteh nicht. Somebody better have a luck. Ja, ausreden. Gut. Steht ihr Auto hier? Ist sie mit Auto hier? Ich habe gerade vergessen. Hatte sie nicht dieses Twin Peaks Kennzeichen? Oh Gott. Geht das hier schon wieder los mit diesen... Das ist auch ein nettes Easter Egg. Wenn man irgendwie sich die Kennzeichen anguckt und Vokale einsetzt, dann kommen dabei Filmtitel raus. Das Problem ist, dass ich dabei ganz schlecht bin und leider auch viel zu wenig Film- oder Serientitel kenne, um das zu erkennen. Hey, den Bus kennen wir. Der stand vor mal vor der Schule. Und hier, glaube ich, kann man... Also wenn man sich den Bus anguckt und ein paar Vokale einsetzt, kann man erkennen, was dort stehen soll. Für die Leute, die es jetzt nicht erkennen, Breaking Bad. Stop that! Stop! No barking. Er ist eigentlich auch putzig, wenn er endlich anknurren würde. There was something creepy about that guy and his dog. There's that dirty RV from the other day. So stimmt, da kann man auch auf dem Parkplatz in der ersten Episode kann man da, glaube ich, in eins der Fenster reinmalen. I'm dirty oder sowas. Ich glaube, da kann man auch ein Foto von machen. Lass mich mal kurz nachgucken. Vielleicht habe ich das Foto. Falsche Taste. Episode 1. Genau. Da das mit dem... Ich zeige schon wieder mit dem Finger drauf. Rechte Seite. Also auf der rechten Seite das so I'm so dirty. Das kann man da reinmalen mit dem Finger. Und natürlich auch fotografieren. Habe ich natürlich in unserem Playthrough nicht gemacht, aber ich habe mir halt das Foto geholt im Nachhinein. Übrigens auch ganz nett, in dem Spiel kann man sich im Nachhinein noch sämtliche Fotos holen. Ohne dabei seine Handlungen zu verändern. Das heißt, man kann einfach nur das Spiel sozusagen nochmal spielen, aber die Handlungen, die man macht, werden dabei nicht gespeichert. Das heißt, man kann durchaus noch ein bisschen rumexperimentieren mit den Handlungen. Ja. Es werden halt nur diese Sammelgegenstände. Finde ich eine ganz nette Mechanik. Zumal man die Achievements in dem Spiel ja auch nur über diese Fotos bekommt. Das heißt, alle Ich kann nicht über die Straße gehen. Ready to cash my lottery ticket. Glad somebody is. Ich will mich jetzt natürlich, bevor ich ins Diner gehe, nochmal kurz umsehen, was gibt's noch so zu entdecken. Hier zum Beispiel irgendwie, weiß ich nicht, Newspaper. I wonder if they explained that snow. Gute Frage. Snow. Well, that's a good start to the story. Weather Service by Snow, Bluff, Weight Discrimination, National Weather Service has a reason for your snowfall. Really, it's Arcadia. Okay, also haben auch keine Erklärung. That was so clear. Hey, Typ. Newspapers are going to be retro soon. Excuse me, sir? Can you believe this town? The world is on fire, and our big headline is snow. I can hardly wait for next week's big story. Clouds! Oh, das lässt sich gerade sehr gut lesen, was da links steht. The snow was odd. How long have you lived there? The snow was pretty odd. It was right in the middle of a warm, sunny day. Oh, global warming bullshit. It's the Northwest. Snow happens. I keep reading how Arcadia Bay is booming. The paper can only talk about that or about missing girls. This town is more like a mystery to me. You're young. You'll get over it. Spannend. Also ich habe immer noch keine Ahnung, wie Chloe hergekommen ist. Vermutlich auch mit dem Bus. Was steht denn hier auf dem Auto? Ah, ich habe keine Ahnung, was das für eine Serie oder Film sein soll. I'm totally unsure. Ging das hier gerade auf? Homeless. Poor Mensch, woman. Homeless. I hope it's a shelter for her. Hello. Oh, look at you. A fine example of youth. I bet you're a senior student. Yes, I go to Blackwell Academy. I could tell you're a wise young woman. I know all about Blackwell and this town. Spannend. Arcadia Bay, Joyce Points, Prescott Family. Wow, jetzt wird's spannend. Ich gehe einfach mal von links nach rechts. You must know Joyce Price from the Two Whales Diner. She's fed me more than my own family. How's a daughter your age who's always in trouble?
married to a real prick. His name is David Madsen. He told me to get a job once, asshole. Not sure what Joyce sees in him, but he better treat her right. Das Diner gehört der Familie von Chloe? Interessant. Also, zumindest soweit, wie ich das jetzt gerade überblickt habe. I bet you have dirt on the Prescott family. That whole family is dirty. They once done good things for Arcadia Bay. Those days are dead, like anything in their way. I know somebody who's being threatened by a Prescott. Then you be their guardian angel, because nothing gets in the way of that family, especially not the law. Hell, they own your school, Blackwell, almost. How long have you lived in Arcadia Bay? 1,000 years. I've gone through the same changes as the town. What happened to you? What didn't happen to me? Sometimes you start out in life turned around the wrong way. I married dumb, made mistakes, got cheated out of my savings, lost my home, and now I hang out here. I'm sorry. Have you ever lived outside of here? Where the hell would I go? I hate the sun and love the mist. I might be homeless, but Arcadia Bay is still my home. I have to go now. Goodbye. Spoiler! Sie ist Max nur in der Zukunft, weil sie in die Vergangenheit zu weit gereist ist und sich selbst alles vergessen hat. Das oder etwas ganz anderes. Ja. Keine Ahnung. Das wär so ein End, was man, weiß ich nicht, was ein schlechter Schreiberling, glaube ich, schreiben würde. Also ich. Es gibt hier hinten gar nichts zu sehen. Das ist voll unspannend. Ach doch, da, der Hund. Ach, ich kann ihn fotografieren. Hallöchen, Hund. Yeah, wieder ein Achievement for me. Hoffentlich doch mal, oder? Ah ja, Image Stabilizer, Laser, Image Stabilization. Läuft doch gut bei diesem One-Truth. Ich mache mehr Fotos als beim letzten Mal, glaube ich. Keine Ahnung. Gut, jetzt aber mal. Wir wollten die ganze Zeit mit Chloe reden und verspäten uns immer mehr. Hello, how do you do? Schade, ich dachte, da steht jetzt irgendwie sowas wie: Können Sie die Zeit zurückdrehen, dann kaufen Sie sich ein besseres Auto. Heute, nicht morgen. Oder so. I don't know. Smell of breakfast and the sound of clanging silverware makes me feel 13 again. Makes me feel 13 again. Wer geht denn mit 13 in ein Diner? Also ich habe das nicht gemacht. Ich habe aber auch gar kein Geld gehabt für einen scheiß Diner. Cop. That officer looks nicer than wannabe cop David Madsen. Ich rede es hier aber nicht mit Leuten. Ich bin da gerade echt viel zu faul zu. Ich gehe jetzt directly to Chloe. Doch nicht. Ist Chloe noch gar nicht hier? Sie hat den verdammten Zeitplan gemacht. Wo ist sie? Oh, want everything. Want everything. Egal. Vielleicht kommt sie ja, wenn ich mich hinsetze. We will see. Ich glaube nicht, dass Max scharf auf den Kaffee ist. Obwohl, vielleicht schon. And there she is. A lovely young woman. How are you doing, Max? Hi, Joyce. It's nice to see you again. You look the same. Like I'm still a waitress at Two Whales after all these years. No, like you still look pretty. Nice save, kid. You're still smart. But not that smart. Now you get busted for smoking pot. I heard the whole sordid story from David. I'm sorry this was how you had to meet him. He's a good man, no matter what Chloe says. Yeah, I'm sure. I don't even smoke, like, ever. It was almost an accident. Very stupid. I'm sorry. It drives me fierce. I was hoping you could be a good influence in her life now. I will be. Promise. I know things were hard for you and Chloe. I feel bad I didn't call.
Now my folks are in Seattle and I'm all alone at Blackwell. It's my karma. You did the right thing. You moved forward with your life. I did after William passed on. Chloe chose to stay angry. Anyway, I hope we see more of you. Chloe needs an old friend again. Joyce, I am so sorry about William. I have great memories of him. I'm glad, Max. That was his gift to us. Wonderful memories. Even if Chloe doesn't understand yet. Chloe understands, Chloe has changed. Wo soll ich denn? Ich kenne doch. Ach, das ist alles furchtbar. Ich drück einfach mal X. Chloe understands. She just needs time. I know that sucks for you. Oh, she hit all the phases. Expulsion, running away, drugs, bad boys, tattoos, piercings, blue hair. Now she's got to rebel against her stepfather. I see why, I mean. Do you? He's not as much of a hard ass as you think. But you did tell him you had a joint, right? You took that responsibility? I did. And I am sorry. I don't want Chloe in any more trouble. Or me. Nobody's in trouble over a doobie, Max. And I admire that you took the heat for Chloe. Like a great friend. But Chloe does push David, and it's not fair. He paid his dues in a war. He does care about her, along with all the students at Blackwell. Kate Marsh? Oh, soll ich das jetzt direkt fragen mit Kate? Das ist ja schon wieder so eine... Alter. Also, ja, warum nicht? Ich hab's mir mit ihr noch nicht verkackt. He cares about Kate Marsh? David mentioned her, but I stay out of his business. I won't patrol Blackwell, and he won't cook at the diner, you know? I saw him arguing with Kate. I thought you might know why. Nice try, Nancy Drew. But next to you, there's only one student I'm worried about. And she's not even in school anymore. So... Now let's get down to the nitty-gritty. What do you want to eat? Gute Frage. Sie hat gerade die Süßspeisen angeguckt und gesagt, dass sie das haben möchte. Also, was Süßes. Waffeln am Morgen. Ach, geil. Also, würde ich auch sofort nehmen. Obwohl, Bacon Omelette ist auch cool, aber Waffeln. The last schon ewig nicht mehr gegessen. Belgian waffle I had was here when I was 13 years old. So, bring it on. Now finish your coffee. Wo ist jetzt Chloe? Ich habe Kaffee bestellt, ich habe Essen. Wo bleibt Chloe? Man weiß es nicht. One Belgian waffle for the hungry girl, pronto. The only thing that's changed on the menu are the prices. Das ist immer so. One Belgian waffle at 12 o'clock high. Nerd group. I love the delicious anticipation of breakfast. This is like fourth dimensional deja vu. I keep going back in time. Can I get some beer and bacon before I die? This is a diner, not a bar. No beer? Looks like you had plenty. The lighthouse looks so mysterious. I wish I could stay in this moment forever. I guess I actually ich ehrlich can gesagt now. Nicht. But then it wouldn't be a moment. Wo bleibt mein Essen? No beer? What kind of dive is this? Oh yes, black coffee. You will be mine. You will be mine. Dann trinken wir gleich noch mehr Kaffee. This is like fourth dimensional deja vu. Geil, sie spielt einfach dasselbe nochmal ab. I can hear your stomach rumbling from here, Max. Here, you'll love this. Ah, Waffeln! I'm drooling like a baby. Still can't believe you're a woman. When I look at pictures of Chloe, ugh. Speak of the devil. Sunshine for everyone, but as far as I know.